Für uns ist wichtig, dass der Rechtsstaat nicht nur auf dem Papier steht, sondern dass wir einen starken, leistungsfähigen Rechtsstaat auch in der Praxis haben. Dafür sind vier Punkte ganz wesentlich. Wir brauchen im Bereich von Polizei und Justiz mehr Personal. Wir brauchen eine bessere Ausstattung. Wir brauchen bessere Verfahren und wir brauchen bessere Regeln zum Schutz von Opfern und zur Vermeidung von Straftaten. Wir haben ja in der vergangenen Legislaturperiode schon einen großen Personalaufwuchs durchgeführt. Wir werden auch in dieser Legislaturperiode im Bereich von Polizei und Sicherheitsbehörden 15.000 zusätzliche Stellen schaffen, davon allein 7.500 auf Bundesebene, 2.000 Stellen bereits vorgesehen im Bundeshaushalt 2018, 2.000 weitere wollen wir schaffen im Bundeshaushalt 2019. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Bundesländer hier mitziehen, dass die Bundesländer die Zahl der Polizistinnen und Polizisten in den Länderpolizeien erhöhen und dass sie vor allen Dingen auch die Zahl der Richterinnen und Richter, der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte deutlich erhöhen, damit die Justiz in Deutschland leistungsstark bleibt. Lassen Sie mich beim Opferschutz einfach einmal wenige Beispiele nennen. Stichwort Kinderpornografie. Wir haben einen Rückgang der Kriminalität in vielen Bereichen. Wir haben einen Anstieg im Bereich der Kinderpornografie. Es ist für uns ganz wichtig, dass Kinder vor diesen fürchterlichen Straftaten besser geschützt werden. Wir haben im Augenblick die Situation, dass der Strafrahmen für den Besitz von Kinderpornografie sogar geringer ausfällt als etwa der Strafrahmen für Diebstahl, auch für Ladendiebstahl. Das ist aus unserer Sicht ein deutlicher Wertungswiderspruch. Wir müssen es auch schaffen, dass man endlich eindringen kann in diese kriminellen Strukturen, die wir in diesem Bereich haben, dass die Polizei über die entsprechenden Überwachungsmöglichkeiten verfügt. An dieser Stelle und auch an anderen Stellen müssen wir zeigen, wie wichtig es uns ist, dass Menschen davor geschützt werden, Opfer von Straftaten zu werden und ganz besonders dort, wo es um schlimme Straftaten geht.